Ich fand es auch sehr gut, hinter dem Schuppen hat eine ausländische Familie, sie stammte ein Vater mit der Tochter, ich glaube, sie stammten aus der Tschechei, dem Raum, haben sie hier ein Boot hergerichtet. Und mit dem Boot, das war selbstverständlich hier im ESV, dass die an sich fremden Leute hier ein Boot bauten, einfach so. Ne? Und dann sind diese mit dem Boot tatsächlich nach Australien gesegelt und haben dem Verein hier jedes Jahr mindestens einen Brief geschrieben, die immer schwärzer wurden. Wären wir bloß bei euch geblieben. Also es war immer schlimmer, immer schlimmer. Sie mussten für dieses alte Schiff Einfuhrzoll bezahlen, Australien. Dann wurden sie als Zugereiste gestoßen und getreten von allen. Und fanden schließlich, obgleich Tschechen waren, in einem deutschen Seglerverein dort eine gewisse Zuflucht. Aber auch dort auch geringfügig. Sie haben jedenfalls jeder Brief an den ESV, den Zöger noch immer vorlas, sagte, wären wir bloß bei euch geblieben. Und sie sind damals hier gewesen, das war 1962 waren sie hier. Und dann sind sie losgeschippert nach Australien, eine ganz schöne Strecke. Mit einem sehr fraglichen Dampfer, muss ich auch sagen. Aber das war ihre Sache, aber es waren fleißige Leute und so weiter. Aber hier waren sie wohl gelitten und auch der Nachbarverein hier hat hier ihr Bier getrunken, hier bei uns hier. Der Nachbarverein hat wohl doch weniger Möglichkeiten. Jedenfalls, es fand sich eigentlich mehr oder weniger im ESV alles. Und unsere Böcke von Boden befanden sich da. Also Leitern fanden wir oft da und unsere und Sachen. Aber die Leute fanden sich oft hier zurecht. Und ich muss sagen, es war hier urgemütlich. Und es gab einige Mitglieder von hervorragendem persönlichen Charme. Ich denke an Willi Kuwatleski, einen polnischen Namen gehabt, der hier an jedem Arbeitssonntag im Winter für Aale sorgte, für Krabben und auch für Rum. Es wurde auch getrunken. Es war eigentlich immer urgemütlich hier. Und man konnte wirklich hierher kommen, um gar nichts zu tun, einfach zum Verein. Das ist heute seltener geworden, aber damals, obgleich die Räumlichkeiten wesentlich besser sind, aber damals ging es weniger um die Räumlichkeiten, sondern um die Menschen. Man traf sich hier, man unterhielt sich, man gehörte einfach hierher. Das Wesentlichste, was geändert hat, ist der Hafen hier vor der Tür. Es lagen vorher an einem Steg alle Boote, fast alle Boote, die Platz hatten. Und es war der Platz vor dem Häuschen bis zum Steg, war sozusagen eine Art Rhabarberwiese, so sah das aus. Ja, das war so eine Schlickgegend, das war das Hafen. Und diese Wiese war unser, war noch keine Poldermauer, keine Kaimauer, es war alles sehr, sehr urig. Und man konnte zu Fuß am Wasser ein wunderschöner Weg nach Fingwerder laufen. Der Hafen war noch nicht da. Das war das Äußerliche. Dann hatte noch kaum ein Mitglied ein Auto. Es war auch kaum hierher zu gelangen mit einem Auto. Das Auto musste ja über eine Fähre, wo man anstehen musste, warten und so weiter. Also die meisten Mitglieder kamen noch mit der Fähre und liefen zu Fuß das kurze Stück. Und deswegen war auch der Transport von Gegenständen hierher recht erschwert. War gar nicht so einfach. Deswegen wurde oft das Boot genommen. Man fuhr hin, um was zu holen und kam wieder. Und man traf hier eigentlich immer dieselben Menschen an, die hier sozusagen ihr zweites Zuhause wirklich hatten. Man hat entweder im Boot gesessen oder hier oben oder auf dem Steg nur. Man war einfach nur da. Es war einfach ein Gesamtfamilienleben des Vereines, war irgendwie wie eine große Familie. Natürlich Quengeleien wird es auch gegeben haben, da habe ich nicht so beobachtet, weil ich mich ja meist nicht dran beteiligt habe. Aber es war eigentlich so, da konnte ruhig auch mal ein hartes Wort fallen, auch ein bisschen unter der Gürtellinie.
Das war alles, gehörte ganz normal dazu. Und das hat auch keiner übel genommen. Das gehört ja auch zu den besten Verhältnissen, nicht? Ja, da konnte mal aus dem Analbereich ja was fallen. Da wurden nicht gleich Strafanträge gestellt, was wir später schon hatten, ja. Ja, da hatten wir schon mal einen Strafantrag gehabt wegen Bereich aus dem Analbereich. Das ist ja unerhört, wie kann man sowas sagen, nicht? Also jedenfalls, das konnte ja ohne was fallen, hat keiner übel genommen.